Was mich ganz besonders freut als Landesvorsitzende der Kinderfreunde Steiermark, ist, dass wir über 100 Ortsgruppen in der Steiermark haben. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn ich hinausfahre in die Regionen und dort ganz, ganz viele Menschen treffe, die irrsinnig engagiert sind und denen es total Spaß macht, mit den Kindern und auch mit den Jugendlichen zu arbeiten. Als Betreuer dabei bin ich heuer das 30. Jahr. Und wie gesagt, 37 Jahre bei den Kinderfreunden. Vom Kind weg bis jetzt. Und bis auf eine, die im Prinzip dazu geheiratet hat zu unserer großen Kinderfreunde-Familie, sind im Moment alle meine Betreuer, Betreuerinnen, irgendwann selber bei mir als Kind schon mitgefahren. Die Aufgabe der Kinderfreunde ist ganz schnell und ganz leicht erklärt. Wir kümmern uns um Kinder und um ihre Familien. Das heißt, wir schauen, dass die Kinderrechte umgesetzt werden. Wir schauen, dass die Kinder zu ihren Rechten kommen. Das Besondere an unserer Ortsgruppe ist, dass wir gerne nach Döbrach fahren, weil wir dort 14 Tage mit Kindern aus ganz Österreich, aus verschiedenen Ortsgruppen, 2 Wochen gemeinsam verbringen zum Thema Kinderrechte. Für mich ist es wichtig, dass die Ortsgruppe eben einen Kontakt zu anderen Bundesländern haltet, weil man sich dann ja auf anderen Veranstaltungen oder beim Pfingstlager wieder trifft und es einfach schön ist, wenn man am Lagerfeuer sitzt und dann wieder über gemeinsames Erlebtes reden kann und, ja, und sie einfach wieder sieht, wenn man sie gern hat. Die Ortsgruppen werden hauptsächlich getragen von ehrenamtlich tätigen Menschen. Das ist was ganz Besonderes bei uns, bei den Kinderfreunden in der Steiermark. Wir haben insgesamt 45 Mitarbeiterinnen, die alle ehrenamtlich und gerne arbeiten. Der Vorteil von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen ist der, dass sie das, was sie machen, gerne tun, weil sie es ganz einfach als Hobby sehen. Und darum sind wir auch zeitweise fast perfekt. Und es ist so, aus Bekannten wurden Mitarbeiterinnen und aus Mitarbeiterinnen wurden Freunde. Und ist das Schönste daran, dass wir alle gern das machen. Und ich koordiniere heute was. Die eine kann die Buchhaltung gut machen, die macht uns die Buchhaltung ehrenamtlich. Die andere kocht leidenschaftlich, die kocht 7 Wochen auf der Hube. So haben wir ein tolles Repertoire.